Edlira Dobrushi, auch Edlira Kopa genannt, wurde 1976 geboren. Sie stammte ebenso wie ihr Mann aus Albanien und die beiden lebten in Italien zusammen mit den drei gemeinsamen Töchtern. Es kam häufiger zu Streit in der Familie, denn sie waren in Geldnot und es soll auch sehr viel geschrien worden sein. Schließlich kam es dazu, dass ihr Ehemann sich am 7. März 2014 von ihr trennte und Italien verließ, um seiner Familie in Albanien von seiner Entscheidung persönlich zu berichten. Am Sonntag, den 9. März 2014, griff sich Edlira plötzlich ein Küchenmesser und stach auf ihre schlafenden Töchter ein. Nur die Älteste, die 13-jährige Casey, versuchte noch, sich zu verteidigen, doch ohne Erfolg. Edlira schnitt sich selbst die Arme auf und verletzte sich auch am Hals. Ihr Suizidversuch schlug allerdings fehl. Und sie blieb 4 Stunden bei den Leichen ihrer Kinder, bevor sie am nächsten Morgen, sichtlich verstört und verwirrt, Nachbarn verständigte. Sie sagte, sie habe ihre Töchter retten wollen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und fürs Erste sediert. Sie wurde später in psychiatrische Behandlung verwiesen. Im Jahr 2015 versuchte sie erneut, sich das Leben zu nehmen. Der zuständige Richter sprach sie wegen ihres psychischen Zustandes frei. Sie soll ihre psychiatrische Behandlung im Jahr 2019 abgeschlossen haben. Wenn ich die Informationen richtig gedeutet habe, befindet sie sich unter entsprechenden Auflagen und unter Betreuung in Freiheit.